Grüß dich, lieber Technik-Fan. Schön, dass du auf meinem Kanal gestoßen bist und auf dieses Video geklickt hast. Wir werden uns in diesem Video mal so ein bisschen über den Amazon Echo dort unterhalten, denn er kann doch eine ganze Menge und er wird in Zukunft auch immer mehr können, denn Zusatzfunktionen werden immer wieder erweitert und es werden auch immer neue Zusatzfunktionen dazukommen, die sogenannten Skills. Zum Beispiel, Yamaha arbeitet auch an einem Skill, damit wir das Ganze alles mit dem Amazon Echo dort auch noch demnächst sprachsteuern und bedienen können. Und Alexa, Schrank an. Okay. Philips Hue-Lampen lassen sich natürlich auch bedienen. Dieses und noch vieles mehr, wie zum Beispiel Witze kann sie, wir können mit ihr spielen. Und Easter Eggs gibt es auch. Und beleidigen sollte ich sie auch mal. Das wird lustig. Das werden wir alles in diesem Video besprechen. Und besonders zum Ende komme ich dann nochmal zu den Philips Hue-Steuerungen, wie man das alles noch machen muss, damit das Ganze auch schön mit dem Amazon Echo dort funktioniert. Also bleibt doch einfach dran. Viel Spaß dabei. Dein Speaker Schocker. Willkommen in der Vergangenheit, liebe Leute. So sah Alexa in den 80er und 90er Jahren aus. Und so sieht die auf dem Spielfeld eines Eishockeyspielplatzes immer noch aus. Kann man dann mit dem Schläger vorhauen und Punkte erzielen. Hiermit kann man auch mit dem Schläger vorhauen, aber damit kann man auch noch eine ganze Menge mehr. Willkommen im Jahr 2017. Hier ist der Amazon Alexa Echo Dot, also quasi nur die kleine Alexa. Kostet 59,99 Euro. Und ja, gibt es noch größer, also die ist dann höher, ne, sieht dann aus wie so eine Pringles-Dose in etwa, bisschen mehr im Durchmesser. Da ist dann noch ein richtiger Lautsprecher verbaut. Hier ist zwar auch einer verbaut, aber die andere, die größere Alexa, die kostet aber auch dann direkt 179,99 Euro. Kann man dann wesentlich besser mit Musik hören, wobei ich verbinde diese hier immer mit Bluetooth, mit meinem Verstärker kann ich auch super Musik hören. Für die normale Audioausgabe reicht der eingebaute Lautsprecher auch. Mit dabei im Lieferumfang haben wir hier noch einmal ein Netzteil, wie man es eigentlich vom Handy her kennt. Mit dabei dann noch ein Kabel, USB zu Micro-USB, damit wir die ganze Alexa hier auch mit Strom versorgen können. Ein Akku ist nicht verbaut. Und dann kommen wir auch direkt schon zu den Anschlüssen. Wir haben verbaut natürlich den Micro-USB-Anschluss für die Stromzufuhr und für die Audioentnahme haben wir hier noch einen 3,5 mm Klinkenausgang, falls wir einfach mit Klinkenkabel die Anlage mit dem Signal versorgen möchten, was Alexa so losgeben kann. Denn sie kann eine ganze Menge. Sie kann sprechen, ja, das kann sie. Sie kann auch Radio spielen, sie kann Titel spielen. Und ja, auf der Front sehen wir vier Knöpfe. Bei der großen Alexa fallen diese beiden Knöpfe weg, denn die hat einen Drehregler für die Regulierung der Lautstärke. Hier müssen wir es mit lauter und leiser machen oder wir können auch Alexa sagen, mach doch lauter und mach leiser. Dann haben wir hier noch eine Aktionstaste. Und die Mikrofontaste, manchmal um das Mikrofon auszuschalten. Bei diesem Video wäre das zum Beispiel ganz praktisch, wenn jemand eine Alexa zu Hause stehen hat, denn diese würde ja jetzt ewig anspringen. Auf der Rückseite haben wir noch ein paar Informationen und einen wunderschönen Gummifuß, damit sie auch wirklich überall schön rutschfest steht. Steht ihr richtig gut und finde ich cool. Die Verarbeitung, da lässt sich nichts drüber sagen, also zumindest nichts drüber zermeckern oder sowas. Denn das passt alles wunderbar. Sieht auch richtig nice aus, wenn wir das Gerät gleich mal anschmeißen. Sieht man hier so einen schönen Ring. Das sieht richtig schön gemacht aus. Wer das Ganze weiß oder auch schwarz mit dem Amazon-Schriftzug nicht mag, es gibt auch Hüllen für Alexa mittlerweile. Da gibt es dann Stoffhüllen in unterschiedlichen Farben. Soll dann noch ein bisschen besser aussehen. Ich finde aber erstmal so, das Weiß steht hier ganz gut oder wer es mag, auch in Schwarz. Das passt ganz gut. Wenn ihr Alexa das erste Mal einschaltet bzw. mit Strom versorgt und dann einschaltet, wird erstmal nicht viel passieren. Sie wird euch irgendwann begrüßen und euch dann auffordern, die Alexa-App auf euren Smartphone oder Tablet herunterzuladen. Und da müsst ihr dann einige Einstellungen vornehmen. Und diese Einstellung ist eigentlich im Wesentlichsten, dass ihr euren Webschlüssel für WLAN einfach in diese App reingibt, euch mit eurem Amazon-Konto registriert oder halt einloggt und dann ist Alexa auch schon einsatzbereit und kann jegliche Fragen beantworten. Und welche das sind? Ja, das sind unterschiedliche Fragen, allerdings nicht alle Fragen. Sie kann zum Beispiel nicht beantworten oder noch nicht beantworten, welches zum Beispiel das größte Stadion in Deutschland ist oder der Welt oder welcher Fußballclub die meisten Fans oder sowas hat.
Hallo. Hallo Alexa, wie geht es dir? Alexa, wie geht es dir? Wunderbar, bereit für dich. Oh, sehr interessant. Könnten wir sie ja jetzt mal ein bisschen beleidigen. Alexa, du bist hässlich. Geh zum Friseur, du Spasti. Keine Reaktion. Alexa, du bist dumm. Du kannst über die Alexa-App jederzeit Feedback geben. Alexa, ich habe Hunger. Wo ist die nächste Pizzeria? Hier sind einige beliebte Betriebe in der Nähe. Hallo Pizza, Pizzaservice Stückwerk, La Vecchia Posta, Trattoria, Ristorante und Nudelland. In der Alexa-App findest du die Kontaktdaten und Informationen zu Öffnungszeiten. Na, sieh mal einer an. Das klappt ja wirklich. Alexa, gib mir ein Easter Egg. Nie und nimmer. Da könntest du ja gleich sagen. Alexa, verrat mir die Lottozahlen. Alexa, verrat mir die Lottozahlen. Natürlich, die Lottozahlen sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bis 49 durch, ja? 12, 13, Alexa, 14. Stopp. Alexa, was läuft heute Abend auf ProSieben? Heute Abend läuft um 20.15 Uhr auf das Erste die Familienserie Um Himmels Willen. Der ich wollte ProSieben haben! Digitalredaktion, UEFA Champions League, Playoff, Hinspiel, TSG 1899 Hoffenheim, Alexa, FC Stopp! Wunderbar, bis bald. Alexa, gib mir ein Easter Egg. Nellets egaf egizir eitran zum Ud, das heißt, du musst nur die richtige Frage stellen auf rückwärts. Alexa, erzähle mir einen Witz. Wer kaut und fährt auf Schienen? Die S-Bahn. Die Witze sind so unlustig. Alexa, gib mir ein Easter Egg. Nur so viel. Du würdest nie erraten, als was ich an Karneval gehe. Alexa, als was gehst du an Karneval? Also ich gehe als Siri. Alexa, was ist meine Tageszusammenfassung? Hier ist deine tägliche Zusammenfassung. Von der Sportschau. Auch in der kommenden NFL-Saison wollen Football-Profis durch den Boykott der US-Nationalhymne gegen Rassismus und Intoleranz protestieren. Initiator Colin Kaepernick ist indes noch ohne Team. Gleich zum Auftakt der... Alexa kann natürlich noch eine ganze Menge mehr. Wenn wir einfach mal in die Alexa-App reingehen, sehen wir schon, dass wir zum Beispiel uns unterschiedliche zusätzliche Möglichkeiten aktivieren können. Diese nennen sich Skills. Zum Beispiel haben wir ja gerade gehört, die tägliche Zusammenfassung, da ist standardmäßig die Tagesschau drin, aber da ich auch ein bisschen Sport interessiert bin, habe ich mir einfach mal die Skills für die Sportschau einfach mit aktiviert. Das ist kostenlos und tut auch keinem weh und so erhält man dann auch noch mehr Informationen. Wir können ja mal hier eben in die Menü oben in die Leiste gehen und gehen hier auf Skills. Und da gibt es eine ganze Menge. Alexa kann zum Beispiel auch sagen, wann welche Mülltonnen rausgestellt werden müssen für ganz faule Leute, damit die richtige Mülltonne auch draußen steht. Ganze Menge gibt es mehr. Alexa kann auch Radiosender ein- und ausschalten. Sie kann Lieder ein- und ausschalten, Lieder spielen, wie zum Beispiel hier dieses hier. Alexa, spiele Scorpions, Wind of Change. Wind of Change von Scorpions. Alexa kommt dabei mit Amazon Music ganz gut zurecht, mit Spotify oder sie sucht auch bei Audible. Allerdings habe ich von diesen drei Streaming-Diensten keinen einzigen, was heißt, dass die Musikauswahl doch ein bisschen eingeschränkt ist, aber solange es kostenlos ist, macht das erstmal eine ganze Menge Spaß. Und sogar spielen kann man mit Alexa. Ich habe da mal was vorbereitet. Alexa, öffne Schnieschnarschnuck. Schnickschnackschnuck, okay. Was möchtest du tun? Die normale, erweiterte, Best-of-Five-Version oder gegen andere Alexa-Benutzer spielen? Die normale Version. Okay, die normale Version. Wie viele Runden möchtest du spielen? 3. Alles klar, 3 Runden Schnick-Schnack-Schnuck in der normalen Version. Ich zähle bis 3, dann sagst du mir deine Geste. 1, 2, 3. Schere. Deine Schere zerschneidet mein Papier. 1:0 für dich. Weiter mit der nächsten Runde.
Ich zähle wieder bis drei, dann sagst du deine Geste. Eins, zwei, drei. Stein. Wir haben beide Stein. Der reinste Steinbruch hier. 1-0 für dich. Auf zur nächsten Runde. Ich zähle wieder bis drei, dann sagst du deine Geste. Eins, zwei, drei. Schere. Wir haben beide Schere. Schere Messerlicht, aber das war etwas anderes. 1-0 für dich. Du hast gewonnen. Jetzt bin ich traurig. Du gibst mir doch sicher noch mal eine Chance. Hilfe, jetzt will das einem noch ein schlechtes Gewissen einreden, die Maschine da. Um jetzt seine Smart-Home-Geräte mit Alexa steuern zu können, brauchen wir auch hier die jeweils richtige App. Man kann zum Beispiel aber schon mal Samsung-TV-Geräte mit Alexa steuern. Das ist kein Problem. Ich bin gespannt, wann andere Hersteller dann auch mal auf den Zug aufspringen. Aber für die Philips Hue-Steuerung, da hat ja auch schon mal jemand nachgefragt, ob ich da nochmal drauf eingehen kann, im speziellen Fall mit Alexa. Da brauchen wir die Philips Hue, den Philips Hue-Skill brauchen wir hier. Den müssen wir hier aktivieren. Bei mir ist er jetzt schon aktiviert, darum steht jetzt hier Skill deaktivieren bei mir. So, wenn ihr dieses getan habt, dann ist das schon mal ganz gut. Geht dann wieder zurück in die Alexa-App und klickt dann hier ganz einfach nicht mehr auf Skills, sondern auf Smart Home. Und dort können wir dann Geräte suchen lassen. Ich habe bei mir schon Geräte suchen lassen und dann werden auch die Lampen gefunden, genauso wie in der Philips Hue App. Wenn ihr dann zum Beispiel auf Geräte geht, dann müsst ihr, wenn ihr noch keine Geräte hier stehen habt, dann müsst ihr diese ersuchen. Alexa wird dann automatisch nach den Geräten suchen oder nach den jeweiligen Lampen in diesem Fall. Hier habe ich jetzt insgesamt 7 Lampen, unterteilt einmal in Schrank- und Deckenlampe. Und die Lampen im Schrank, die heißen Verstärker, Technics und Sony. Und genauso wird das Ganze auch angezeigt wie bei der Philips Hue App. Zu der Philips Hue App habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Klickt doch einfach mal in die Infokarte oder unten in der Videobeschreibung packe ich euch den Link auch einfach mal rein. Und bei der App, also bei der Philips Hue App, da gibt es ja auch unterschiedliche Szenen, die man einstellen kann. Und diese Szenen findet ihr bei Alexa zum Beispiel dann in der App auch wieder, wenn ich hier unter Szenen gehe. Die müsst ihr entweder noch mal erst suchen, indem man hier einfach ganz runter scrollt und auf Suche geht, werden dann automatisch erkannt und direkt hier rein programmiert und dann könnt ihr dann Alexa ganz normal sagen, was sie machen soll, denn jetzt weiß sie dann auch, was sie machen soll. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Deckenlampe einschalten will, dann brauche ich jetzt einfach nur sagen, ich möchte ein helles Licht oder sagen wir mal, ich möchte ein ganz helles Licht, dann gibt es die Szene Lesen in der Philips Hue App. Das ist für ein ganz helles, normales Licht, wie man es von der Glühbirne her kennt. Das mag ich dann ganz gerne. Und wenn ich das so haben will, dann sage ich dann der Alexa, was für eine Lampe sie ansteuern soll und was für eine Szene sie ansteuern will. Das heißt, ich sage jetzt, Alexa, lesen, Deckenlampe einschalten. Okay. Die Deckenlampe wurde eingeschaltet. Das ganze System funktioniert ganz einfach. So wie ihr das vorhin auch am Anfang des Videos gesehen habt, konnte ich jetzt also einfach sagen, Alexa, alle Lampen blau. Funktioniert ohne Probleme. So schwer ist das mit der Lichtsteuerung also gar nicht. Und wenn man gar keine Alexa besitzt oder sowas, dann kann man sich die App Reverb runterladen. Da habe ich jetzt auch schon mal ein Video gemacht. Link ist unten in der Videobeschreibung. Das ist dasselbe Video wie das Video über die Beleuchtung oder halt nochmal über die Sprachsteuerung der Philips Hue Lampen. Denn diese App ist nichts anderes wie Alexa, nur kostenlos fürs Smartphone. Funktioniert wie Alexa, nur nicht ganz mit dem ganz großen Umfangspaket. Aber auch hier kann ich jetzt zum Beispiel sagen, Schrank ausschalten. Hat funktioniert. Und wenn man hier diese App benutzt, muss man auch genauso vorgehen, wie als ob man eine Alexa hat. Wichtig zu der Steuerung sei noch gesagt, dass zum Beispiel Alexa oder halt ihr mit der App im Handy oder auf dem Tablet im selben Netzwerk sein müsst wie das zu steuernde Gerät. Ob das jetzt eine Lampe, ein Fernseher oder vielleicht in Zukunft die Stereoanlagen sein werden. Das muss halt immer im selben Netzwerk sein. Eine Internetverbindung ist jetzt nicht unbedingt erforderlich, außer ihr wollt jetzt mit Alexa vielleicht einen Radiosender hören, ein Musikstück hören oder sowas. Dann ist eine Internetverbindung erforderlich. Habt ihr gerade keine Internetverbindung, wird Alexa euch das sagen, dass sie auf dieses oder jenes gerade nicht zugreifen kann. Und dass ihr das Ganze einfach später versuchen sollt.
Trennt ihr Alexa vom Strom oder trennt ihr Alexa vom Internet, braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Die bis dato eingestellten Sachen, die bleiben gespeichert. Ihr müsst euch nicht irgendwie dann neu anmelden, die ganzen Sachen neu eingeben. Das bleibt alles so, wie es war. Wenn dir dieses Video gefallen hat und irgendwie weitergeholfen hat, dann würde ich mich doch gerne über einen Daumen nach oben freuen. Du kannst jetzt noch mehr von meinen Videos ansehen und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Ich denke mal, dann sind mal wieder eure Soundchecks dran. Da würde ich mich freuen, wenn wir uns da gesund und munter wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Dein Speakerschocker. Ciao, ciao.